Willkommen zum Rift Report, eurem neuen Patch-Rundown, bei dem ihr die offiziellen Changes von Riot direkt zum Release bekommt. Also schneide dich an und lehne dich zurück, denn dieser Patch ist mit 61 Seiten der zweitgrößte LoL-Patch aller Zeiten. Zunächst einmal kommt mit Patch 14.10 das lang ersehnte bzw. lang befürchtete Champion Mastery Update. Es gibt nun kein Mastery Level Limit mehr. Um ein höheres Level zu bekommen, braucht ihr sogenannte Marks of Mastery, die zunächst 1:1 das gleiche sind wie die S-Grade Tokens. Zwischen Level 5 und 9 braucht ihr nur ein Mark, ab Level 10 sind es 2 Stück. Damit gibt es natürlich auch neue Mastery-Symbole. Jeden Rank-Split gibt es Meilensteine, die ihr erreichen könnt, mit denen ihr nicht nur Marks of Mastery bekommen könnt, sondern auch Hextech-Chests sichern könnt. Mit Patch 14.10 startet der zweite Rank-Split und hier gibt es zahlreiche große Änderungen. Ihr könnt nun mit euren Placements bei bis zu Diamond 3 landen, außerdem ist außer auf dem chinesischen und koreanischen Server in Master Tier auch wieder Duo-Queue möglich. Das Große ist jedoch, dass es keine Demotion Protection zwischen einzelnen Divisionen wie Silber 2 und Silber 3 mehr gibt. Ihr bewegt euch nun immer nahtlos zwischen einzelnen Divisionen, was auch bedeutet, dass ihr nun keinen Demotion LP-Verlust zwischen diesen einzelnen Divisionen habt. Demotion gibt es allerdings noch zwischen einzelnen Rängen wie zum Beispiel Gold zu Silber. Dort verliert ihr bei Abstieg 25, 50 oder 75 LP, je nachdem wie eure MMR ist. Mit Patch 14.10 startet auch die Arena Ranked Season, das Jhin Cameo auf der Map wird etwas genervt, Prismatic Items sollen nun eine bessere Chance auf gute Itemoptionen haben und die Revive Time geht von 11 bis 8 Sekunden auf 12 bis 8 Sekunden hoch. Dazu passt Riot auch noch einmal gefühlt so ziemlich alle Augments, Items und Champions an. Die nächste große Bombe ist, dass Riot die XP anpasst. Lane Duos bekommen nun 8% mehr XP und auch die Jungle Monster Experience und Scuttlecrab Experience geht mit dem Camp Level von 100 bis 145% auf den Leveln 1 bis 9 zu 100 bis 150% auf den Leveln 1 bis 8 hoch. Dafür geht die Shared Champion Kill XP ab Level 9 von 100% auf 90% runter. Auch die CS Bounty wird angepasst, das heißt, nun ist es so, dass ihr bereits bei 250 CS Minion Gold Advantage 50 weitere, ich nenne es mal Shutdown Bounty, auf eurem Kopf habt. Auch das Deathstreak Gold geht runter, wenn eure Teammates euch also mal wieder komplett runtersprinten, bekommen die Gegner immerhin nicht mehr ganz so viel Gold. Bevor wir mit den Champion Buffs weitermachen, habe ich einmal eine sehr wichtige Info für euch. Ich mache auch mal Urlaub, weshalb es am 29.05. keinen Rift Report geben wird. Am 24. und 31.05. wird es auch keine Kluftkuriere geben. Ab dem 4.06. wird es wie immer alle Formate geben. Bei den Champion Buffs kommen wir erst einmal zu Corki, denn der kriegt ein kleines Rework, das ehrlicherweise einfach nur ein Revert zum alten Pre-Patch 5.22 Corki ist. Riot möchte ihn damit wieder zu einem ADC machen. Man passt ungelogen all seine Base-Stats an, die Package on Magic Damage Umwandlungspassive ist futsch, dafür bekommt ihr jetzt wieder 15% zusätzlichen True Damage auf seinen Autos. Sein Q kostet weniger Mana, ist jedoch etwas langsamer und hat auch einen niedrigeren Base-Damage, dafür ist das Bonus-AD-Scaling um Welten besser und der Cooldown geht von 8 Sekunden Flat zu 9 bis 7 Sekunden Scaling. Sein W hat nun 80 bis 100 Scaling Mana Kosten und macht nun endlich konstant bei jedem Tick Damage, damit soll die Ability etwa 10% mehr Damage machen, der Dot hält auch für eine Sekunde nachdem man die Zone verlässt an. Seine Gatling Gun macht nun 100% Physical Damage und verliert sowohl Base Damage als auch Bonus AD Scaling, dafür ist der Cooldown jedoch um 4 Sekunden niedriger und der Armor und MR Shred ist nun deutlich stärker und der Max Shred ist nun nach bereits 4 statt 8 Hits erreicht. Dafür gehen die Mana-Kosten allerdings von 50 Flat auf 50 bis 70 Scaling hoch. Seine Ult bekommt massiv Base Damage, skaliert nun aber immer mit 70% Bonus AD anstatt 25, 50, 75% Total AD Scaling zu haben. Die Mana-Kosten gehen um 15 Mana pro Rakete hoch und dazu gibt es nur noch maximal 4 Raketen. Die Recharge Time ist mit 20 Sekunden Flat auch deutlich höher, allerdings reduzieren Auto-Attacks den Recharge Timer nun um 2 bis 4 Sekunden, basierend auf Corkis Crit Chance. Cho'Gath's E hat nun auf Monstern einen deutlich höheren Damage Cap, gegen Minions wurde der Damage Cap komplett entfernt. Kassandra wird trotz seiner nahezu 100% Präsenz bei MSI trotzdem gebufft. Ich meine, er ist ja nun mal auch der schlechteste Solo-Q-Champ im Spiel. Seine Health Region Growth geht von 0,85 auf 1 und seine Leben pro Level geht auf 120 hoch. Dazu ist das Base Shield seines E nun auf den späteren Rängen deutlich besser. Seth soll auch mal im Jungle Fuß fassen, weshalb sein E nun 100 Flat Damage an Monstern macht. Viego soll auch nochmal ein Laner werden, sein Q-Mark Healing auf Minions
geht von 10% auf 50% runter. Skarner ist der einzige Champion-Nerf des Patches. Zenq verliert 1% Bonus-HP-Scaling und der Prozent Max-HP-Monster-Damage-Cap geht von 150 bis 450 auf 150 bis 350 runter. Die Mana-Kosten gehen jedoch auf 30 flat runter und der Damage gegen Strukturen ist nun doppelt so hoch. Auf seinem E muss er allerdings nochmal 2% Max-HP-Scaling einbüßen. Während seiner Ult ist Skarner nun nicht mehr unstoppable, dafür ist die Cast-Zeit jedoch 0,1 Sekunden geringer. Bevor wir zu den Item-Changes kommen, falls ihr uns noch nicht auf TikTok oder Insta folgt, dort gibt es ebenfalls LoL-Content ohne Ende und auch jeden zweiten Dienstag um 20 Uhr unsere Patch-Notes, allerdings dort in unter 2, maximal 3 Minuten. Kommen wir damit zu den zweitgrößten Item-Changes aller Zeiten. Das Ganze sind ungelogen 53 Item-Changes. Wenn ihr also keine Snacks oder Getränke vor euch habt, pausiert einmal kurz das Video und holt sie euch, bevor ihr weiterschaut. Zunächst einmal wird Corrupting Potion entfernt, das Item war aber auch nur eine Meme. Ab zu den Supporter-Items. Dawncall bekommt einen neuen Build-Path und 15% Heal- und Shield-Power, als auch 20 extra AP. Dafür verliert das Item jedoch 50% Mana-Regen und Heal- und Shield-Power pro Mana-Regen geht um 1% runter. Dafür bekommt ihr aber doppelt so viel AP pro Mana-Regen. Die Summoner Spell Haste als auch Ability Haste-Komponente wurde jedoch komplett entfernt. Echoes Ophelia bekommt nur noch 2 Stacks, die Stacks selbst machen dafür nun jedoch 15 mehr Damage und heilen auch um 35 mehr Leben. Shorelias Battlesong verliert einfach mal 3% Movement Speed als auch 5 AP. Ab zu den Tank-Items und dort müssen wir uns direkt einmal von Anathemas Chains verabschieden. Warmog's Armor bekommt dafür 250 mehr Leben, die Helfregen ist jedoch halbiert. Fimbo Winter bekommt 150 extra Leben und die Bonus-Mana als Max-HP-Passive geht von 8 auf 15% massiv hoch. Die gleichen Änderungen kriegt auch Winter's Approach. Barmy Cinder baut sich nun aus einem Ruby Crystal und einem Glowing Mode. Das Item wird damit 100 Gold günstiger, gibt aber auch 100 Leben weniger. Dafür bekommt ihr nun jedoch ganze 5 Ability Haste. Hollow Radiance verliert 150 Leben und bekommt dafür 10 Ability Haste. Sunfire Aegis verliert ebenfalls 150 Leben und bekommt auch dafür ganze 10 Ability Haste. Randuin's Omen verliert 50 Leben, bekommt dafür jedoch 20 zusätzliche Armor. Der Slow der Aktiven geht um 15% hoch, der Cooldown steigt dafür allerdings um 30 Sekunden an und die Rock Solid Passive ist komplett weg. Unending Despair's Anguish Trigger Rate geht von 7 auf 5 Sekunden runter. Abyssal Mask war letzte Woche unser Item der Woche und daher gibt's mal direkt Nerfs. Das Item wird 100 Gold günstiger, verliert dafür aber 10 Magic Resist. Anstatt des MR-Shred basierend auf Bonus-HP gibt es nun einfach nur minus 20% Flat MR-Shred. Der Radius der Passiven ist 50 Units größer und die MR, die man pro Gegner bekommt, ist nun um ganze eine MR besser. Dazu ist das Item nun allerdings mit Void Staff und Crypt Bloom unique. Knight's Vow hat einen neuen Build Path und nun 100% Base Health Region. Die Armor geht um 5 runter und die Damage Reduction Komponente geht von 10% Skalien zu 20% bei unter 30% Max HP auf immer 12% saftigst runter. Die MR und Armor des Itemträgers reduziert dafür aber nun den Redirected Damage. Six Convergence bekommt den gleichen Buildpath wie Lockhart und bekommt damit 100 Leben mehr. Dafür verliert das Item nun 5 Armor, bekommt allerdings auch 25 MR. Dafür ist die Mana-Komponente komplett weg und es gibt 10 weniger Ability Haste. Ab zu den Mage-Items und dort zu Verdant Barrier. Das Item kriegt einen neuen Buildpath und wird damit 100 Gold billiger. Fated Ashes ist ein neues Epic-Item, das für 900 Gold 40 AP und eine Magic Damage Burn Passive auf Abilities gibt. Blackfire Torch baut sich eben aus diesem Fated Ashes und gibt 90 AP, 600 Mana und 25 Ability Haste. Das Item hat ebenfalls eine Burn Passive und gibt euch dazu 4% AP für jeden Champion als auch Epic oder Large Monster, der von der Passive betroffen ist. Loons Companion verliert diese Stück für Stück aufladende Charge Passive. Die Passive hat nun einen 12 Sekunden Cooldown und feuert dann immer alle 6 Schüsse. Der Base Damage geht um 15 hoch und auch das Repeat Damage Ratio geht von 35 auf 50% hoch. Liandry's Torment bekommt einen neuen Build Path und baut sich nun aus Fated Ashes. Bei den Fighter Items kommt nun eine Legende zurück auf die Kluft. Atmas Impaler kommt in der Form von Overlord's Blood zurück auf die Kluft. Das Item gibt euch für 3300 Gold 40 AD und 500 Health. Ihr bekommt allerdings 2% eurer Bonus Health als AD. Dazu bekommt ihr auch noch 10% Bonus AD basierend auf eurer Missing HP. Warmox wird gebufft und wir kriegen Atmas wieder. Leute, bin ich in der Season 4? Black Cleaver gibt nun pro Stack 6% Armor Pen und damit auch 30% maximalen Armor Pen. Bei den Boots werden die Plated Steel Caps 100 Gold günstiger und geben nun 5 zusätzliche Armor. Dafür geht die Auto Reduction von 12% auf 8% runter. Boots of Mobility waren schon immer unter Master absoluter Int. Das Item
Hälfte ist jetzt endlich mal weg. Dafür gibt es nun zwei neue Schuhe. Einmal die Symbiotic Souls. Für 900 Gold geben die euch 35 Movement Speed und den Empowered Recall. Nach 150.000 gelaufenen Units werden diese dann zu den Synchronized Souls. Souls aber im Sinn der Seele und nicht der Sohlen, die 45 Movement Speed und 45 Out of Combat Movement Speed geben. Kommen wir damit zu den größten ADC Item Buffs, die League of Legends jemals hatte. Bloodthirster bekommt einen neuen Build Buff und gibt euch nun wieder aus Excess Lifesteal Healing ein 50 bis 400 Leben großes Schild. Dazu kriegt das Item nun 25 mehr Attack Damage, dafür ist die Crit Chance aber komplett weg. Collector wird 100 Gold teurer, dafür bekommt ihr nun aber 5 LD mehr und 25% Crit Chance. Die hat Riot so nebenbei in den Patch Notes einfach mal völlig vergessen. Dafür verliert das Item winziger ein Lethality. Essence Reaver verliert Sheen und seine Spellblade Komponente und wird 300 Gold teurer. Dafür gibt es eine neue Basic Attack Mana Refund Passive und 5% mehr Crit Chance. Auch Ability Haste und AD gehen um 5 hoch. Immortal Shield Bow bekommt ebenfalls 5% mehr Crit Chance und 5 AD. Dafür gibt das Item nun aber gar keinen Lifesteal mehr. Infinity Edge wird 100 Gold teurer, gibt euch dafür aber 5% mehr Crit Chance als auch 15 mehr AD. Kircher's Shard wurde entfernt und durch Scouts Slingshot ersetzt, das für 900 Gold 20% Attack Speed und 41 Magic Damage proc auf Champions gibt, dessen Cooldown um eine Sekunde runtergeht, wenn ihr Autos benutzt. Krakenslayer wird 100 Gold teurer und gibt nun keine Crit Chance mehr. Dafür gibt das Ganze 7% Movement Speed und 5% mehr Attack Speed als auch 10 AD. Lord Dominic's Regards gibt 5% mehr Armor Pen und 5% mehr Crit Chance als auch 5 AD. Dafür ist die Giant Slayer Passive allerdings komplett weg. Mercurial Scimitar wird 300 Gold teurer und verliert seine Crit Chance. Dafür bekommt man aber 10% Lifesteal. Mortal Reminder darf sich auch über 5% mehr Crit Chance freuen und Navori Quick Blades wird nun zu Navori Flicker Blade. Das Item wird 700 Gold günstiger und gibt dafür 5% mehr Crit Chance als auch 3% mehr Cooldown Refund. Das reicht aber natürlich nicht, dazu gibt es nun noch 7% Movement Speed und 40% Attack Speed. Achtung, die AD und Ability Haste verschwinden auf dem Item jedoch komplett. Nun Quiver bekommt neben einem neuen Build Path auch 20% Crit Chance, dafür gibt das Item nun keinen Bonus On-Hit Damage gegen Minions und Monster mehr. Phantom Dancer wird 200 Gold günstiger und gibt euch dafür 2% mehr Movement Speed als auch 5% mehr Crit Chance und doppelt so viel Attack Speed. Dafür verliert das Item jedoch seine gesamte AD. Rapid Fire Cannon wird 400 Gold günstiger und bekommt dafür 5% extra Crit Chance als auch 15% extra Attack Speed. Die AD ist dafür allerdings weg. Auch Runans Hurricane wird 200 Gold günstiger, dafür ist der Magic Damage On Hit weg. Als Wiedergutmachung haben die Bolts jedoch 15% mehr AD Scaling und das Item kriegt wie alle Crit Items 5% mehr Crit Chance. Static Shield verliert seine Crit Chance, bekommt dafür allerdings 10% Attack Speed. Ebenfalls bekommt das Item eine neue Passive. Bei Non-Champion-Kills bekommt ihr einen Blitz, der abgefeuert wird, der bis zu 6 Ziele trifft. Das Ganze hat einen 30-sekündigen Cooldown. Bei Takedowns an Champions verdreifacht sich der Damage und das Ganze hat dann keinerlei Cooldown mehr und auch keinen Bounce Cap mehr und 150 mehr Range. Stormraiser hat man aus dem Spiel entfernt und Terminus verliert 5 AD als auch 5% Attack Speed. Voltaic Sword bekommt lediglich einen neuen Build Path, da Kircher's Shard nun weg ist. Zephyr ist zurück und das nicht nur in Arena. Das Item könnt ihr für 2000 Gold ab Level 15 aus den Berserker Greaves bauen. Es ersetzt damit auch eure Boots. Ihr könnt damit aber nicht nochmal ein weiteres Paar Boots kaufen. Das Item gibt 45% Attack Speed, 45 Movement Speed und 5% Movement Speed On-Hit, der dreimal stackt. Hearthbound Axe wird 150 Gold teurer, dafür bekommt man nun 5 extra AD und verliert auch noch 5% Attack Speed. Recurve Bow macht nun nur noch On-Hit Magic Damage, sie bekommt 5% zusätzliche Crit Chance, weil alle Legendary Crit Items nun 25% Crit Chance geben und zu guter Letzt verliert der Dagger 2% Attack Speed. Bei den Summoner Spells wird Ghost so richtig hart genervt, der Cooldown geht um 30 Sekunden runter und die Duration geht einfach mal von 15 auf 10 Sekunden in den Boden. Auch Cleanse hat nun einen um 30 Sekunden höheren Cooldown, dafür gibt es allerdings 10% mehr Tenacity. Exhaust kriegt auch 30 Sekunden mehr Cooldown, dafür geht der Slow aber um 10% hoch. Barrier bekommt 0,5 Sekunden mehr Shield Duration und auch einen um etwa 15% besseren Schild. Die Heal Ally Range ist nun minimal größer, fängt nun aber im Zentrum eures Champions und nicht mehr an dessen Rand an. Bei den Runen muss Riot natürlich ebenfalls komplett durchdrehen. Starten wir mit dem Domination Tree. Predator und Ingenious Hunter werden entfernt
und Hate of Blades kriegt einen 30% Attack Speed Nerf auf Ranged Champions. Sudden Impact gibt nun keine Lethality und Armor Pen mehr, sondern 20 bis 80 True Damage basierend auf eurem Level. Der Cooldown ist mit 10 Sekunden nun auch deutlich höher. Relentless Hunter verliert seine 5 Out of Combat Movement Speed bei 0 Stacks und im Precision Tree müssen wir uns direkt einmal von Lethal Tempo, Overheal und Legend Tenacity verabschieden. Dafür wird Press the Attack angepasst, die Rune gibt nun keinen Damage Increase von allen Quellen mehr, sondern gibt nur noch euch einen Damage Increase, das allerdings bis ihr Out of Combat seid. Anstelle von Overheal kommt Absorb Life ins Spiel, das euch bei getöteten Units 2 bis 17 Healing abhängig von eurem Level gibt. Anstelle von Legend Tenacity kommt Legend Haste ins Spiel, das euch bei maximal 10 Stacks pro Stack 1,5 Basic Ability Haste gibt. Cutdown gibt nun keinen Damage Increase gegen Champions, die deutlich mehr Leben haben als ihr. Stattdessen macht ihr nun immer 8% mehr Damage gegen Champions, die mehr als 60% Leben haben. Fleet Footwork verliert etwas Healing, dafür ist die Movement Speed Duration aber 0,25 Sekunden länger. Im Resolve Tree wird Font of Life angepasst, ihr kriegt nun keinen Heal auf einem Ally mehr, sondern heilt euch selbst als auch den Lowest Health Nearby Ally. Im Inspiration Tree müssen wir uns von Futures Market und Mini Dematerializer verabschieden. Triple Tonic wird verschoben und an seiner Stelle kommt nun in die erste Reihe Cashback, das euch beim Kauf eines Legendary Items 6% des Goldes zurückgibt. Triple Tonic wandert in die zweite Reihe, wo es Minion Dematerializer ersetzt. Time of Tonic reduziert nun nicht mehr das Healing von Potions und gibt euch nun 40% Upfront Healing. Dafür gibt die Rune aber auch keinerlei Movement Speed mehr. Jack of All Trades ist eine neue Rune in Reihe 3. Ihr bekommt für jede Unique Item Stat, die ihr kauft, Boni. Ihr kriegt pro Stack eine Ability Haste, dazu bekommt ihr bei 5 Stacks 10 Adaptive Force und bei 10 Stacks 25 Adaptive Force. Zu guter Letzt wird First Strike angepasst, der Damage Amp geht um 1% hoch, dafür geht jedoch das Gold Gain Damage Scaling um 50% runter, der Basewert des Gold Gainings ist allerdings dreimal so hoch. Das war's für diesen Rift Report. Wir haben hier in der Firma für euch wirklich mal eine Nachtschicht für diese Patch Notes eingelegt. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns also wahnsinnig, wenn ihr uns mit einem Like oder einem Abo unterstützt. Jeden zweiten Dienstag um 20 Uhr gibt es hier die offiziellen Changes von Riot. Bis zum nächsten Rift Report, möge deine Elo hoch und deine Winrate noch höher sein.